So, jetzt kommt Herr Schröder. Die zweite Vorstellung. Mal gucken, was er für eine Maschine mit hat. Wir sind gespannt. Moin! Moin, Herr Schröder, lass mal die Hand geben, so viel schöner. Gib mir die Flosse, Genosse! Ja, so bunt, du Hund! Heute wollen wir diese Maschine mal vorstellen mit Herrn Schröder. Wir freuen uns drauf. Das wird gut. Ja, Mensch, Herr Schröder. Ja, so ich freue mich mal wieder. Das ist jetzt die zweite Sendung, wo du hier deine Maschinen vorstellst. Und das ist jetzt schon wieder ein, ich würde mal sagen, ein Prachtstück von NSU. Unglaublich schön. Und den hast du ja schon ziemlich lange, den Roller, ne? Ja, den habe ich jetzt schon 15 Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre. Ja. Nee, 16. 16 Jahre. 16 Jahre. Und das weiß ich noch genau, wie wir den gekauft haben. Der war. Aus Itzehoe kommt der. Aus Itzehoe? Ja. Ja. Und der wollte ihn wohl loswerden. Und ich lag im Krankenhaus. Was hast du denn im Krankenhaus gekauft? Ja, da ist meine Tochter nach Itzehoe gefahren und hat das Ding gekauft. Nee. Ja, die hatte wohl gedacht, na, der Alte, der erholt sich damit nicht mehr. Damit du wieder einen neuen Lebenssinn richtig, hast. Richtig, richtig. Genau so haben wir das gemacht. Ja, toll. Und schon ist er auferstanden. Schön. Ja. Und dann kamst du aus dem Krankenhaus raus und hast und dann, und dann stand der Roller da. Du. Ich habe mich gefreut. Du. Das glaube ich. Ja. Toll. Genau so ist das gelaufen. Ja, und war der auch schon so rot? War der Nein, der war total. Dies ist übrigens ein Opel-Rot, die Farbe. Dieses Weinrot von ja. Opel. Aber die war ja original auch in dem. Ja, war rötlich, ja. Aber nicht so. Und die Sitze waren durch. Das war alles rot. Mhm. Ne? Also aber der Motor ganz neu aufgearbeitet. Ja, so, alles ja. neu gemacht. Ne? An den Motor kann ich mich noch daran erinnern, haben wir zusammen schon mal was gemacht. Ja. Da ja. war was mit dem Antrieb und mit der Tachowelle nicht in Ordnung. Nee, Tachowelle war nicht. Das war was bei war deiner denn? Bekannten da, wo wir das Verkehrsrum ja. eingebaut hatten. Stimmt. Wo die Schnecke nicht fasste. Ja, ja, ja. Nee, der hatte die Kupplung schon mal. Genau, und das haben wir neu das gemacht. Das haben wir neu das gemacht, stimmt. Ja. Ja, ja. Also auch pflegeleichtes Arbeiten an diesem Roller, fand ich. War nicht so schlimm. An den chinesischen Rollern, muss ich sagen, ja. ist wesentlich schlimmer. Ja, hier brauche ich doch nur hier öffnen, vor ja. bis die ganze Fläche. Und dann habe ich alles ja. frei. Dann kommt man ran. Aber ich mache an solchen neuen Rollern nicht. Nee, arbeiten. Ich auch nicht. Und da kann man wirklich noch alles schön selber machen. Ja, natürlich. Die beiden ja. Seiten, die gehen hier einfach praktisch hier so runter machen und dann ist das Ding ab. Ne? Hm, toll, wie das gemacht ist. Ganz toll, ist das. Das ist alles Blech noch und ja, schön. Ja. Die ja. Leisten, die waren total verhunzt. Die habe ich ja. dann alle ausgedengelt und dann. Hm. Ne? Und die sind ja, normalerweise wären die so alupoliert gewesen. Ja, ja. ja. Und die sind die waren eloxiert früher. Die haben wir doch bei Olaf in der Kunststoffbeschichtung. Ja, genau. Schön beschichten lassen. Und diese Stunden, die waren dran alle. Ja. Das ist ein Zusatz, das gehört nicht original dazu. Zubehör, ja. Ja, wenn du dich mal auf die Fresse legst. Genau, das sind so Sturzbügel, nennt sich genau, so etwas. Ja. Und das hast du auch neu gemacht, den Belag hier, das weiß ich ja, auch noch. Ja, die habe ich alle neu gemacht. Mhm. Sind die zwar auch aus, wie nennt sich diese, von Schiffsdeck. Die sind Anti-Rutsch-Dings, so verstehst Segler du? Und so. Für Segler und mhm, so weiter. Und da habe ich das ausgeschnitten und den, die Noppen angeklebt. Ne? Die werden ja so reingedrückt. Mhm. Und die Nocken angeklebt und dann sitzt das Ding drin. Ne? Wie viel Kubik hat der? 150. 150. 100. Die gab es auch in 125. Der Leistungsstark denn?
Ja, über Leistungsstärke, er bringt ja nicht viel. Nee. Du fang mich nicht an zu verarschen, nein. Leistungsstärke. Nein, ich wollte immer leistungsstark. Nein. Im Gegensatz zu 150 auf 175. Nee, 125 auf 150. Ja, aber da passiert schon einiges. Ja, aber doch nur nicht viel. Das ist da vorne an so ein bisschen. Und in Dreigang Handschaltung. Ja. Ne, muss man hier ziehen. Erster Gang 0. Zwei und da ist dann der dritte. Das finde ich auch toll. Der hat ja keinen Kickstarter, sondern hat Dynastart. Das ist ganz interessant. Ja. Ne? Das finde ich das unheimlich gut. Lichtmaschine und Kickstarter ist in ein. Ist in ein. Ja. Aber wenn was dran ist, dann hast du 6 richtige. Ja, hat man ja selten. Ganz, ganz selten und schwer zu reparieren. Ne? Ja, toll. Blinker sind dran. Ochsenaugen auch nicht serienmäßig, aber. Nein, die sind nicht serienmäßig. Passen hier aber ganz gut ran. Obwohl ich. Ja. Ochsenaugen mache ich nicht so gerne. Ich auch nicht. Am Motorrad mache ich die gar nicht leiden. Ich auch nicht. Fürchterlich finde ich das. So eine Klumpen da. Ja. Sieht so ein bisschen behindert aus irgendwie. Aber hier am Roller geht's. Ja, ich würde es auch sagen. Und meine berühmten 2 Spiegel muss ich haben, ne? Als alter Mann, ne? Ja, das erinnert mich immer an den Film Quadrophenia von den Hu. Ja. Es gab doch diesen Rollerfilm, wo das so in war, dass am Roller mindestens 20 Spiegel dran waren. Das war so Mode. Weiß ich. Weiß ich. Heute noch. Ja, ja. Da unten in Frankreich viel. Ja. Die Vespas, die haben mindestens 20 Spiegel dran. Die gucken mehr nach hinten als nach vorne. Ja. Ne? Ja. Aber diese Löcher habe ich ja, pass auf, diese Löcher waren drin. Mhm. Und zwar war hier so ein Windschutz dran. Ja, eine Scheibe. Hier so ein Windschutz, weil so ein durchsichtiges. Ne? Das ist ja unsportlich. Und die Löcher waren drin, dann mache ich gleich 2 Spiegel an und war das durch. Fertig. Ja. Und das ist ja auch eine saubere Sache, wie die. Ja, sieht doch gut aus. Gut. Wofür ist der denn hier? Blinker? Das ist Blinker, ja. Aha. Links, rechts. Okay. Und dieses ist hier mein Standlicht. Der ist vorne da. Geht gar nicht. Nee, da ist die Zündung ja nicht an. Ich habe, guck, wenn ich jetzt die Zündung anmache. Guck mal, schön mit dem alten Zündschlüssel noch. Hier leuchtet das? Rot. Ja, guck mal, da geht das jetzt. Nee, tut mir leid, Herr Schröder. Nee? So kommen Sie mit. Doch, hier ist das, hier unten. Ja, was denken Sie denn, Herr Feldmann? Du verarschen Sie mich doch nicht. Nein, ich hab Sie nicht verarscht. VW geht nicht. Nein, das ist alles gut. Das ist an sich ein Rückfahrscheinwerfer von VW. Ja. Schön. So. Hupe? Hupe, ja, gehört. Mal hören. Geht. Geht. Toll. Ja, ja. Eigentlich geht alles bei Herrn Schröder. Ja, außer die Bremsen. Aber du kannst das ja mal vorführen, den Dynastart. Ja, das geht ganz interessant. Ja, mach mal. Da muss ich erstmal mein Benzinhahn wieder öffnen. Den habe ich abgestellt. Guck mal, das wird so. Jetzt ist er unten. Ja. Und ein weiter auf Reserve. Ich bin nämlich auf Reserve, deswegen habe ich getankt. Okay. So, und dann wird der. Und dann brennt hier das rote Lämpchen, das ist die Ladekontrolle. Genau. Ja. Geile Roller. Schön. Hört mal, das Standgas, du. So ein alter Zweitakter, wa? Und wieder riecht, ne? Herrlich. Das ist so richtig. Das ist so richtig schön, noch. Ja, schön. Alles funktioniert. So, und dann habe ich noch was, Herr Feldmann. Was gucken Sie mal hier, was da ist. Oha. Das muss ich mal erklären. Das ist eine Ladesteckdose. Eine Ladestation und zum Starten. Wenn die Batterie aufgegangen ist, dann kann ich da. Ach, wenn die mal alle ist. Ja. Hochmodern. So, und dann gucken wir hier mal rein. Wollte ich auch mal fragen, was da denn alles drin. Ja, mach mal aus, bitte. So. Da hat er seinen Schlafanzug immer drin. Nein! Oha, hast mir was mit. Gucken Sie sich das an, Herr Feldmann. Ja, toll. Was hat er denn da alles mit? Ja, das müssen wir jetzt erstmal durchsuchen. Das weiß ich selbst alles gar nicht mehr. Starterkabel. Das ist das Starterkabel. So, pass auf. Das gehört praktisch da rein. Ah. Hat der 12 Volt? Ja. Ah ja, der hat 2 6 Volt, die sind hintereinander und dann ist das 12 Volt. Ich schraube das mal auf. Ganz was Feines. Das haben Machen wir doch, Sie das mal auf, Herr Feldmann.
Mensch, das sieht ja also wirklich. Was der Herr Schröder alles mit hat. So. Ja. Siehst du das? Und da sind die schönen Batterien, die teuren Batterien drin. Ja, das sind die teuren, ja. Ja, klasse. So, und das ist Sicherung. Das ist eine Zündkerze. Und das ist nochmal ein Kabel. Mhm. Und das ist Fett und all sowas so. Ja, ja. Und das sind meine Papiere dahinter. Aha. Dieses hier. Das sind meine Papiere. Ja, gut. Aber das ist doch schön, ne? Und schön alles aufgeräumt, ne? Und alles beschriftet hier. Hier so ein bisschen Gummi, damit die Batterien das gut haben. Ja, ja, alles gut. Ja. Da muss doch was rein, Herr Feldmann. Ja, ich wollte das jetzt noch mal. Lassen Sie das mal auf. So. Ich lasse das mal auf. Ja. So, jetzt wollte ich das mal hier gucken. Ja. Also jetzt ist das jetzt mal so, die Situation, dass... Keine Bakterie. Die ist jetzt tot. Die ist tot. So, und dann kann ich das hier... Da reintun. Zack, reinstecken. Und den ran an die... Und überspülen. Ja, genau. Ah, aber tatsächlich, du. Ja, der beißt. Die tun ja weh, du. Der beißt. Ich wollte nur witzig sein. Nee, nee, nee. Das war aber nicht witzig. Nee, nee, nee. Ist bei mir mal? Nee, 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 nee. Nee, gut, dann wissen wir Bescheid. Das ist ja toll, dass man das hat. Ja, habe ich an fast allen Maschinen. Diesen Kurzschluss. Aber diese Steckdose, ja, ja. Die habe ich. Ich habe sonst immer bei meiner ja auch das mit dem Zigarettenanzünder. Geht ja auch. Ja, aber der hat nicht den Zigarettenanzünder. Ist, ja, dieses ist. Ja. Da kannst du richtig Power machen. Und da braucht man nicht lange überlegen. Mit Nein, Plus das und ist Minus. Alles richtig. Denn. Ja. Das wofür, ist vom BMW. Wofür hat er denn den Mittelkontakt? Das eigentlich? Ist. Nee, weiß ich nicht. Könnte man, glaube ich, Masse anschließen. Könnte sein, aber ja, dieses ist ja Plus und Minus. Ja. Aber das ist vielleicht nur Führung, damit du nicht verkehrt rum reinsteckst. Genau, das ist die Führung. Damit ne? Ja, ja, genau. Die ist vom BMW. Bayerische Motorenwerke. Ne? Ich will dich nicht verarschen, Herr Schröder. So. So, was haben wir denn noch hier? Schlafanzug, sagst du? Das ist, das ist Werkzeug. Beauty Case. Du? Ja? Zahnbürsten so? Oder was? Ach was, da ist Werkzeug drin. Na komm, ich will mich nur mal... Hör mal auf hier, das sind meine intimsten Geheimnisse. Ist das privat? Ja. Oh, nee, der lacht. Guck mal, so. Das ist eine schöne Tasche. Doch. Ja, der wird aber unansehnlich. Ja, du musst das mal aufarbeiten, Herr Schröder. Ja, da muss er frische Luft rein, das stinkt, ne? Das ist ganz schön vermutet. Ja, ja. Dann lass das mal einen Augenblick auf. Ja, aber nur einen Augenblick. Mal wieder rein. Ja. So, dann hat er hier noch Warndreieck oder was? Nee, Verbandskasten. Verbandskasten? Ist das Pflicht, Herr Schröder? Nö, ne? Für mich ja. Ach so, du warst ja früher mal Sani, ne? So sieht das aus. Okay. Als, ne? Ja, stell dir mal vor, ich kipp um, dann kannst du mich gleich verhaken. Das ist Regenzeug. Das ist mein Abschleppseil, ja. Gut. Was ist das hier noch? Das Puttlappen. Du hattest doch was vom Schlafanzug erzählt. Ach was, das war Quatsch, oder? Ja, was denkst du denn? Ja, der Feldmann, ich nehme noch kein Nackthemd mit. Ja, falls du liegen bleibst und du bist irgendwo aufgenommen, dann sollte man eigentlich einen Schlafanzug mit haben. Nein, nein, ich habe immer. Nein, nein, nein. Nee, gut. So. So, denn das kommt auch hier hinten rein. Nee, das kommt vorne rein. Ja, ja das, ich lege das nachher schon alles. Schöner alter Koffer und so, ne? Ja. Das passt. Der passt war schon so. In der Welt, du. So, ja. Das ist alles wieder ordentlich, ne? Ja. Deine Papiere, das muss ich auch die wieder da vorne rein. Mhm. Das Toll. Machen wir gleich fertig. Mhm. Und was ich ja gehört habe, was du hier immer machst, du hast ja so viele Motorräder, die auch wirklich immer fahren. Und du hast hier einen Plan gemacht, an welches Motorrad jetzt dran ist, ne? Ja, ich habe eine Liste und dann sehe ich doch, welches Fahrzeug dran ist. Mhm. Ach, dann siehst du, was dran ist. Ja, ne? Richtig. Ja. Damit du mit jeder Maschine auch mal in diese. Die müssen gleichmäßig, die Liebe muss gleichmäßig verteilt werden. Ja, gut, verstehe ich. Ich kann mich manchmal nicht entscheiden immer. Wenn dann, ja, dann ja du hast ja noch mehr. Nein, ja, doch, du hast vielleicht. Noch mehr. Ja. Aber mein ist in der Bezug sehr strukturiert. Ja, aber wenn man so eine Liste hat, dann hat man das Luxusproblem nicht. Dann bist du verpflichtet, nach Richtig. Liste das abzuarbeiten. Richtig, ja. Genau so machen wir das. Vielleicht soll ich das auch mal machen. Ja. Eine Fahrliste. Ja. Ich habe manchmal, gucke ich, das Wetter ist geil. Yeah. Mensch, mit welchem Motorrad fahre ich denn jetzt? Oder fahre ich mit dem Auto? Fahre ich offen? Also ich habe so viele Fahrzeuge, das ist doof. Dann fahre ich manchmal gar nicht los, weil ich nicht weiß, womit soll ich denn jetzt losfahren? Ja, ja. Das gibt's. Natürlich, natürlich. Schön. Nee, von der ist es vorbei. Ich habe da eine ganze klare Rangordnung. Ja,
wie sich das gehört. Was ich auch ganz toll finde, das ist, wenn du ein Teil brauchst, das ist fast alles für diesen Roller zu kaufen. Ja, ne? Da kümmert sich ja einer drum. Das ist der Herr Motzke, der kümmert sich wirklich darum. Und Herr Krippel aber auch. Ja, aber Motzke, der ist einmalig, aber sehr, sehr teuer. Ne? Das ist wie bei Mercedes. Ja, Herr Motzke, haben Sie das gehört? Machen Sie es doch etwas billiger. Nein, aber er ist ja, gut, er muss das haben, weil er kümmert allein sich. Allein der Name schon, Motzke, du. Ja, das, der ist aber nicht so. Der ist nicht so. Ich war schon privat bei ihm, also ja. und wie wir praktisch in der Rhön gewandert sind. Und da habe ich dann immer meine Teile, dann bin ich da vorbeigekommen. Mhm. Und der ist schon ganz in Ordnung. Und vor allen Dingen, er hat ein unheimliches Fachwissen. Ja. Du kannst ihn anrufen wegen der Fox, wegen der Standard oder wo. Der weiß alles. Der hat alles im Kopf. Das ist schön. Ja, ist unwahrscheinlich. Ja, vor allen Dingen auch toll, dass man da wirklich noch anrufen kann und mal eine Frage stellen kann. Ja, natürlich. Wo gibt's das denn sonst noch? Ne? Wenn du heute irgendwo anrufst, nur keine Zeit, keine Zeit. Ja, ja. Man muss sich die Zeit nehmen, gerade für solche Sachen. Ja, ja. Aber das ist das, diese kleinen Gummis hier, dieses hier, dieses Gummi das, hier. Das ist teuer. Das kostet 15 Mark damals. Ich weiß das nicht, 15 Mark. Das muss man sich mal vorstellen. Aber allein dieses. Ja, aber er lässt es ja nachfertigen. Er lässt das, nachfertigen und der kostet das. Ja. Oder die Satteldecken macht er auch neu. Ja, aber die sind alle neu, ne? Ja, die kannst du auch. Aber die gehen an sich 55 Euro. Das geht. Das geht. Ja. Ich habe ja so einen Sattel gekauft für meine Quickly. Und das ist wieder von einem gewissen Land, wo das hergestellt wird. Ja. Nagelneu. Aber ich glaube, und das reißt überall ein. Die können heutzutage kein Gummi mehr herstellen. Ja, ich glaube, aber dies ist auch aus einem gewissen Land. Ja? Er lässt aber da haben sie über gutes Gummi genommen. Ne? Ja, das ist. Ich habe zum Beispiel hier Weißwandreifen drauf. Da steht Kontinental drauf. Wie viel? Kontinental? Kontinental. Kontinental? Kontinental, das ist eine alte deutsche. Kontinental heißt ja, das. Ja, ist gut, Kontinental. So, jetzt ist das richtig. Kontinental. Ja, Kontinental. Nein, Kontinental. Kontinental. Ja. So. Und dann gucke ich. Aber ja. Kontinental kam ja früher aus einem. In Hannover. Hannover, ja. 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 Kontinental. Kontinental. Kontinental in Indien hergestellt. Ach. Es aber gibt der zum Beispiel Reifen ist gut. Eine Marke Zünder kennst du wahrscheinlich auch. Ja, eine wirklich gute Marke. Ja, auch verkauft. China kauft den Namen auf. Ja. Und was verkaufen sie? Fahrräder, Mopeds, Roller unter dem Namen Zündab. Ja. Das gibt's einfach nicht mehr. Nee. Die sind alle aufgekauft. Uns geht's doch noch gut. Überleg doch mal, wie es den armen Engländer geht. Die haben auch selbst Schuld. Die haben ja gar nichts mehr. Die haben selbst Schuld, Herr Schulte. Ja, natürlich. Die haben ja gar nichts mehr. Die mit ihrem Brexit, weißt du? Ja, kommt noch dazu. Da wollen wir nichts. Also, ich kaufe nichts mehr in England. Warum das denn nicht? Du bist doch abhängig davon, deine Maschinen. Es gibt auch Leute, die jetzt von England nach Deutschland gehen und ihre Teile in Deutschland verkaufen, weil die hohen Zollkosten nicht bezahlen wollen. Ich habe jetzt zum Beispiel in England Teile bestellt. Ich sag mal so für 500 Euro so. Mhm. Und dann bezahle ich das und nach 3, 4, 5 Wochen kommt mir einmal von FedEx, Zollamt, noch eine Rechnung. Da soll ich irgendwie für diese 500 Euro nochmal, ich weiß nicht, glaube ich. Einfuhr irgendwie zum Einfuhr Zoll und so. Und Zollbearbeitung und sowas. Aber auch nochmal darüber hinaus für das Geld 500 Euro sind das dann nochmal so 70 Euro Zoll. Ja. Das ist doch eine Schweinerei. Ja. Wer verdient da wieder dran? Weiß das ich auch nicht. Zoll, das wird ja Zoll, wird ja von uns aus. Der deutsche Zoll. Der ja. Ja, so genau weiß ich das auch nicht. Aber ich will keinen Zoll noch extra bezahlen. Und deswegen will ich da nichts mehr so wenig wie möglich aus England kaufen. Oder aus Indien kannst du auch Sachen kaufen für englische Motorräder. Und ist alles doof, finde ich. Ja, aber ist so. Ja. Müssen wir mitleben. Ja. Mhm. So, Herr Schröder. Ja. Ich hab Durst. Ja, dann trinken wir was. Ich könnte gut was trinken. Ja, gut. Ja, Prost. Von dem ganzen Gesabbel kriegt man ja auch Durst. Ja, logisch. Lecker. Das ist süß, ne? Das ist Mandarinensaft. Ja, eigentlich verdünne ich das immer mit so ein bisschen Stelter oder so. Was will denn dieses komische Tier jetzt baden? Die hat Rechte, Ja. Die wir ihr Recht anfordern. Mhm. Die sterben sowieso aus, bald. Jo. Oder kommen die auch mal wieder neu?
die werden die natürlich. Ja. Aber die hat Hunger mehr, ne? Aber die sind doch alle so ein bisschen krank. Die ganzen Käfer sind weg und durch dieses Glyphosat. Tja. Das weiß man so nicht, viele nicht. Tiere schon gestorben. Ja. Und ich merke das tatsächlich auch hier im Garten. Ja. Dass die Äpfel nicht befruchtet werden. Dass also weniger. Ja. Du guck dir mal meine Äpfel an. Die sind dieses Jahr gar nicht so toll geworden. Das ist richtig beängstigend. Ja, das kommt. Ja, aber Herr Feldmann, Sie müssen sich aber auch eins sehen. Sie müssen den aber mal richtig schneiden, den Apfelbaum. Durch einen Apfelbaum, Herr Feldmann, da muss man mit der Mütze durchschmeißen können. Der hat zu viel Wassertriebe. Der hat zu viel Wassertriebe und dann wird die Flucht kleiner und, ja. Und das ist so. Ich, obwohl, ich habe die schon mal beschnitten. Also ja, ich weiß das, das ist schon 10 Jahre her. Ja. Da hattest du noch mal einen Gast da oben, ne? Ja. Der war oben bei dir am Boden und der gewohnt. Du, der hat die Bäume dran geschnitten. Ne? Weißt du das noch? Ja, logisch. Das war so ein Gespenstmensch. Ja, 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 ja. Der ja, kam hier mit dem Fahrrad an, ja, mit Schlafsack drauf. Ja, ja, ja. Und so eine Reisetasche und ja, alles voll bepackt. Ja. So ein Vagabund. Ja, Vagabund war das. Und dann ja, über den Zaun fuhr er hier lang und ich ja, war hier im Garten. Ja, ja. Und er sagte, hallo, ich möchte meine Arbeit anbieten. Ich bin Gärtner, ich bin ja, Baumschneider. Ich kann den Bäume veredeln. Du, da hatten wir noch Angst, ne? Ja, wir hatten Angst. Wir hatten ja, nicht vor dem Kerl, aber dass er irgendwie was Schlechtes im Hintergedanken hatte. Ne? Mhm. Nicht vor dem Kerl, da hatten wir keine Angst. Aber da haben wir gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hoffentlich hast du dir da nicht. Der kam uns sehr suspekt vor, muss ja, man sagen. Ja, der kam so komisch, ja, irgendwie ganz komisch rüber, ne? Und dann habe ich ja gesagt, ja, ich lasse es zu und so. Ja. Und dann hat er geschnitten. Und dann hat er geschnitten und alles schön gemacht, hat er ja toll gemacht. Ja. Und ich denke, wenn er jetzt fertig ist, kann er ja auch wieder abhauen. Aber nix da. Nee, ne? Dann hat er gesagt, was sagt er noch? Ich muss einige Tage Unterschlupf finden. Ja. Ich sag, wo willst du denn jetzt schlafen hier und so? Ne? Ja, ich habe mich schon umgeguckt. Und dann wollte er da im Hühnerstall sich ja, einrichten. Ja, ja. Und da hat sie das nach oben das Zimmer ja, gegeben. Dann habe ich ihm das Zimmer gegeben. Aber er ist nachher freiwillig gegangen, ne? Mhm. Er hat zum Wort, also das war ja, in Ordnung. Aber irgendwie war das komisch, der aber Mann. Aber irgendwie war das komisch, muss ich so auch sagen. So gespenstisch, der Mann. Ja, ja, ja. Und eine Nacht hat er auch da geschlafen. Ich ja, denke, der arme Kerl, der ja, kann auch nicht dann. Das war ein typischer Landstreicher, wenn man das so ja, jetzt mal nachhinein, ne? Ja. Aber er hat ja seine Arbeit gemacht, er hat was ja, zu natürlich, essen gekriegt. Er hat auch Lohn gekriegt noch. Ja. Ich habe ihn noch was. Wie er abgehauen ist, hat er noch Geld gekriegt. Mhm. Und zack, so war er weg. Ja. Aber er hat sich nie wieder irgendwie was gesehen, ne? Nö. Nö. Der könnte jetzt eigentlich ruhig mal kommen und könnte die Bäume schneiden. Zum Beispiel. Also, wenn er das hört. Nee, lieber nicht. Nee. Lass mal. Lass mal. Ja. Aber das war eine Persönlichkeit irgendwie, ne? Das war doch irgendwie ein Typ, ne? Ja, der hat so einen Bart gehabt, ja, ne? Ja, ja, ja. So ein langer Lulatsch. Ja, langer Lulatsch. Ja. Ne? Mhm. Ich meine, den hätten wir angepustet, der wäre umgefallen, ne? Ja. So sah er aus, ne? Ja, ja. Aber ja, trotzdem. So ein bisschen durchgehungert, ne? Ja. Wir hatten Angst um das Gebäude ja, und dass er da irgendwie brennt. Irgendwas. Wir hatten ja, an sich auch negative Gedanken. Ne? Hm, weiß man immer nicht. Nee. Nee. Aber ja, ging ja gut. Ja, so, ist alles gut gelaufen. Nee, das war, weiß ich noch. Mhm. Jedenfalls, ja, gut, aber gut, dann werde ich das mal beherzigen und mal die Bäume schneiden. Ja. Wir haben hier im Dorf auch einen Baumschneider. Hol dir doch deine Beschichter. Die können das. Die können das. Ja, die waren doch schon mal des Öfteren hier. Ja, da war doch mal. Oh, das ist auch eine Geschichte. Weißt du noch, ja, das erzähle ich mal. Ja. Wo hier dieser Sturm Christine hieß er. Nee. Ja. Hieß er Christine? Weiß ich nicht mehr. Das Christoph oder so. Weiß ich nicht. Da ist doch da diese riesen Eiche. Weißt du das? Ja, mal? Ja. Und da brach von diesem Sturm, wir waren in der Werkstatt und haben gearbeitet und so mit einmal flucht das Fenster auf. Ja, und wir ja, geguckt, was ist denn hier los? Wieso geht das? Explosion war, ne? Ja. Ja. Und da ist der Sturm hier so lang gefegt, ja, so wie so ein Hurricane kam das hier an. Haben wir doch gesehen, wie da von der Eiche so ein riesig großer Ast abgebrochen ja, ist. Oh, ich denke, ja, Mensch, wir müssen die Autos sichern, wir müssen ja, dies machen und überall steht was rum. Ja. Und da habe ich doch gesagt, da stand doch ein Volvo-Kombi hier im Wald. Ja, weiß ich. Der ist so platt gewesen, der hier. Oh. Nee, und er sagt, den müssen wir rausholen, Herr Schröder. Ja. Und dann mit der Batterie dahin. Ja. Und ich wollte die Batterie reinstellen und den Wagen aus dem Wald rausfahren. Und ich weiß nicht, so 20 Meter, bevor ich zu dem Auto kam, brach, man sieht hier noch den Baumstumpf, da. Ist der ganze der Baum. Der große da, ja, ja.
Ja, ja. Ist der ganze Baum umgekippt. Das war ein Geräusch. Das hat geknackt und ist genau auf diesen Volvo raufgekippt. Ja, genau zur Mitte. Der ist zur beiden Seiten hochgegangen. Die beiden Räder waren in der Luft. So. Wie so ein Handkantenschlag. Ja, genau. Ist er durchgegangen. Ja. Abgeknickt. Du. Ja. Ich denke, oh, der schöne Wagen. Naja, das war's. Ja, aber stell dir vor. Das ist doch ein Freund von dir gewesen. Flotti. Flotti, ja. Ja, ja. Stell dir vor, ich wäre in dem Auto drin und hätte den gestartet. Tja. Da wäre Herr Feldmann. Du, man muss auch Glück haben im Leben, Feldmann. Da hatten wir Glück, Herr Schulte. Ja. Wir haben sowieso nur Glück. Also muss ich sagen, es gibt das, also so viel Glück im Leben. Wir haben immer Glück. Aber Glück hat nur der Glückliche. Nein. Der Fleißige. Der Tüchtige. Der Tüchtige. Tüchtige. Wie kommt das, Herr Schulte? Ja, das ist so. Das ist ein Sprichwort. Okay, ach so. Also sind wir tüchtig? Ja, genau. Ja. Hier, Suppe sagt ja immer, es gibt ein spanisches Wort, das hört sich auch toll an. Die Atufornados. Das heißt, die vom Glück Beseelten. Na, ja, sagt Suppe immer. Das hören wir ja auch zu. Du, ja. Ja, wir sind. Wir sind, kann man auch sagen, wir sind die Atufornados, die vom Glück Beseelten. Ist echt so. Ja. Und wenn ich bei Suppe auf Ibiza bin, wenn wir Urlaub machen, dann fahren wir auch mit unseren Motorrädern durch die Lande da. Und dann sitzen wir da irgendwie in der Sonne und trinken Bier. Mhm. Und dann kommt das mit einmal so, wie Suppe das denn sagt. Fässt er mich so an, Andi, wir sind die Atufornados. Ich sag, was heißt das denn? Sag doch mal. Ja, wir sind die vom Glück Beseelten. Und dann freue ich mich immer. Ja, man könnte aber Auserwählten sagen. Ja, die Auserwählten, ja. Ja, kann man sich auch viel einbilden. Nee, aber ist alles gut. Ist schön. Gut. Aber mit dem Auto, das war eine Katastrophe. Ja. Boah, da hatte ich erstmal ein ganzes Jahr Brennholz oder 2 Jahre. Vom Holz. Den mussten wir erstmal freischneiden, den Volvo. Ja. Das war so ein Stamm. Das musst du, guck dir den mal an, wie dick das ist. Boah, das hat gekracht. Und dann weißt du noch, du wolltest ja den Feierabend machen, danach wolltest du ja wieder los. Um 4 hat Herr Schröder damals Feierabend gemacht. Ja. Er kam ja morgens um 10 hier an. Moin, Herr Feldmann, was gibt's hier zu tun? Ne? Da wo ist auch, die Arbeit? Wo ist die Arbeit? Ja. Da haben wir auch mehr Spaß gehabt bei unserer Arbeit. Ne? War echt toll. Nee, und dann sind wir, ich weiß gar nicht, warst du mit dem Moped hier oder mit dem Auto? Mit dem Fahrrad bestimmt. Genau, du bist ja immer mit dem Fahrrad gefahren. Logisch. Ich hab und dann bist du doch hier, du bist hier den Weg lang gefahren und bist du irgendwie wieder zurückgekommen und gesagt, ich komme nicht weiter. Nee. Weil da lag auch ein Baum über die Straße rüber. Ja. Und dann sind wir hinten rumgefahren. Da lag überall Bäume, das war richtig Katastrophe hier. Obwohl wir hier oben im Norden kaum Katastrophen haben. Ja. Das war für uns schon eine Katastrophe. Ja, aber das war ein Lärm. Der kann man sich gar nicht vorstellen, wie so ein scheiß Wind so viel Lärm machen kann. Erst die Eiche da was runtergekommen. Und dass wir überhaupt den Mut hatten, noch dahin zu gehen, in den Wald. Ja, in Wirklichkeit lebt sie doch ganz schön gefährlich. Ne? Ja, aufs Haus sind ja auch schon mal Bäume raufgefallen. Und wir haben ja hier, wenn du mal siehst, überall, da haben wir schon die Äste abgesägt, also die Ausleger. Ja. Aber ein Kahlschlag würde sich ja auch nicht machen hier. Ne? Nein, das muss so bleiben. Das muss so bleiben. Das war's. Das war's. Vielen Dank, Herr Schröder, für den schönen Besuch. Ja. Ne? Was haben wir denn als nächste Maschine? Die DKW wäre schön. Ne? Ja, aber die muss ich erstmal wieder. Ja, ich weiß. Da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich weiß. Das ist aber eine ganz besondere Maschine. Ja. Mal sehen, der hat ja noch mehr. Die Pony wäre auch schön. Hä? Die Pony. Die Pony, ja. Ja, NSU Pony. Die springt sofort an. Die liebe ich. Die springt an, ne? Ja. Die ist vom Baujahr 37. Und da haben wir den Motor auch mal gemacht. Haben wir auch gemacht. Ja. Wir haben schon so vieles gemacht. Ne? Wir haben viel gemacht. So, Herr Schröder, schwing dich rauf auf den Hocker und dann. Ja. Ne?
Hast du alles? Ja. Gut. Gesangbuch? Ja, muss man haben, ne? Ja. Hält die Mütze hier nicht weg, ne? Habe ich den schon aufgemacht? Da, ist gut. Alles gut. Den kannst du hier rausfahren. Ich habe ja die Pforte aufgemacht. Kaputt gespielt.